Die Gemeinden in Kuba wachsen stetig. Neben der Schulung für Gemeindegründung ist Sportarbeit ein wesentlicher Baustein unserer Unterstützung. Die Baptistengemeinde Santo Sores in Havanna hat damit vor 10 Jahren begonnen. Unter der Leitung von Daniel González wurden viele Leiterinnen und Leiter in diesem Bereich ausgebildet. Wladimir Valadares ist einer davon. Er hat die Gemeinde in Villanueva vor 6 Jahren gegründet. Mit verschiedenen Sportangeboten erreichen sie jede Woche 200 Kinder und Jugendliche. Die Gemeinde wird so zu einem Ort der Sicherheit, wo die gute Nachricht von Jesu Liebe verkündet wird. Hallo. Mein Name ist Wladimir Valladares. Ich bin Pastor der Baptistengemeinde Villanueva. Wir möchten euch Mut machen, uns weiter zu begleiten und besonders weiter für unser Umfeld zu beten, für die sozialen und wirtschaftlichen Situationen. Hier gibt es besonders viele gefährdete und verletzliche Kinder und ihre Familien, die Gebet brauchen. Gott segne euch und wir werden auch weiter für euch beten. Joswani konnte für die Gemeinde La Perla ein neues Grundstück erwerben. Ich möchte euch auf diesem Weg auch sagen, dass dieses neue Grundstück, das unsere Gemeinde nun hat, ihr Umfeld segnen und viele, viele Leben für Jesus gewinnen soll. Wir nennen den Ort Haus Gottes, Tür zum Himmel. Juise ist ein Leiter der nächsten Generation. Er möchte Theologie studieren. Mein Name ist Joyce. Und mein Traum ist es, im Glauben und im Gehorsam zu Gott zu wachsen, damit er mich weiter nach seinem Willen gebrauchen kann. Ich will jeden Tag mehr wachsen und mich für die Arbeit unseres Vaters im Himmel durch seine Gemeinde vorbereiten.